Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video für mein JT Performance GmbH. Es ist etwas laut, aber das sind die Vorbereitungen für das Video Wie viel Kilometer nach Null. Denn der Manni macht jetzt die Pumpe an, die Intankpumpe vom Golf 7R. Wir sind im Golf 7R nebenbei heute. Das neue Video muss alles sagen. Ich bin noch ein bisschen müde. Wir wollten nur mal ganz kurz grob vorbereiten, was wir machen, damit wir da hinkommen. Weil er war nämlich ausnahmsweise mal voll. Ja. Liegt daran, weil ich ihn nicht fahre. Weil es ist ja Konstantins Auto. Und Konstantin hat den Wagen halt uns nochmal geliehen, weil er meinte, ey, ich will auch mal gerne wissen, wie viel können wir jetzt nach Null noch so drin bei einem Golf 7R. Und deswegen machen wir über den Tester jetzt die Pumpe an und machen die dann leer, die Geschichte. Wir können auch ganz leer fahren und kippen nach, ne? Mhm. Sollen wir das machen? Ja. Weil du noch für keine Fragen rausgesucht. Ja, nee, hab ich noch nicht. Ah, jo. Alter. Die geht ganz schön viel durch, so eine Pumpe, ey. Krass. Was? Viel? Ja, der verbraucht ja nicht so viel Sprit, wie da jetzt durchgeht, oder nicht? Nee, du hast ja ein Return-System. Ja, also der pumpt ja nur, vor, dass Druck auf genug da ist. Hase, du müsstest mal im R34 GTR die Pumpe. Wenn die Spaß macht. Ja, das habe ich auch das Thema gesehen. Aber ich dachte nicht, dass hier durch so einen Seriengolf auch so viel durchläuft. Es gibt ja Hochdrucksysteme oder viel Volumen. Weil guck mal, das ist nicht so viel. Weil das ist ja nicht die Benzinpumpe, Schatzi, die jetzt den Sprit. Die fördert nur vor bis zu der Pumpe. Okay. Ja, das ist die Hochdruckpumpe und das ist der Sprit, der steuert vor die Hochdruckpumpe und die macht dann das Drucksystem, dann direkt einen Spritzer. Deswegen, das ist jetzt, was kann die, 100? So 5 Bar macht die. Und was für wie viel Liter? Ich denke mal irgendwas um die 200 oder sowas. Ne? Meinst du? Mehr auf gar keinen, nee. Nee, die macht keinen 200. Nein, nein, nein. Das ist ja hier echt Kindergarten. Aber der war voll, ne? Überhalb war er. Überhalb. Das heißt, sonst war der leer? Der war leer. Wird eng. Aber wir wollen ja starten. Wir gucken mal, wie weit wir hier kommen. Also wir machen den jetzt ganz leer, oder wie? Nee. Und dann schütten wir nochmal ein. Wo hast du den gesehen? Weil der ist jetzt hier 3/4. Manni. Oh. Nee, ich würde sagen, wir starten bei 10. 10 km Restreichweite. 10 Kilometer, ja, km/h. Okay. Das ist noch früh, ja? Ja, klar. Das ist auch noch früh. Ja, ja. 10 Kilometer. Echt früh. Ich bin heute Morgen um 5.30 Uhr aufgestanden. Ich bin echt noch voll vom Zug überfahren. Ja, wir wollten euch nur mal eben kurz zeigen, wie die Vorbereitungen sind. Wir starten jetzt mit einem normalen Video. Okay, tschüss. Also, wir wollen rausfinden in diesem Video, gepaart mit einem Frage-Antwort-Video, weil ich finde ja immer, oh, Achtung, bist du bereit? Q&As. Ja. Finde ich immer so ein bisschen nicht so pralle. Ja, wir können ja. Warte, ich muss erstmal kurz hier justieren, den Bums. Wir können ja vorab schon mal sagen, dass die Leute gerne unter diesem Video Fragen drunter schreiben für das nächste. Weil das machen wir andauernd, die schreiben auch andauernd Fragen. Nee, ich habe vorhin geguckt, beim letzten waren nicht so viele Fragen drunter. 10! Da ging es mehr um. Ja, die meisten haben wir halt schon tausendmal besprochen, ne? Wir können noch mal in Erinnerung rufen, dass die Leute das auch hier drunter schreiben dürfen. Mach ich jetzt, okay? So, dann kann ich beim nächsten Mal wieder gucken hier. Achtung, Leute. Der Movo hat mich gerade gebeten, euch noch mal in Erinnerung zu bringen. Also in deinen Birne. Dass ihr Fragen unterschreibt. Können wir so gut so? Ja, ist perfekt. Guck mal, was jetzt? Können wir nehmen. Also, wir haben 10 Kilometer Restreichweite. Wie wir sehen, hier unten ist schon sehr stark im roten Bereich. Das ist mir klar, das ist beim Golf relativ variabel. Dazu kommt, das Auto startet jetzt ziemlich kalt. Das heißt, wir haben keinen warmen Motor. Das heißt, ein kalter Motor verbraucht kurzzeitig immer noch ein bisschen mehr Sprit. Aber trotzdem, wir müssen einmal resetten hier, ne? Bei Null erst, oder? Bei Null haben wir resettet letztes Mal. Ja, aber das geht ja gar nicht beim Golf, ne? Doch, Trip müsste es immer resetten. Nee, weil der hat ja jetzt die Tankanzeige da. Ab Start, Kilometer. Okay. Aber ich glaube, das kannst du, glaube ich, resetten auf jeden Fall. Ja, glaube auch. Aber dafür muss ich natürlich auch wissen, wie viel Null ist, ne? Jetzt also 10. Ja. Und wir werden natürlich darauf achten,
dass wir gleich nicht auf der Autobahn bei null Restreichweite sind, weil das ja auch ein gewisses Risiko in sich birgt. Ich fahre aber gleich wieder gemischt, ne? Oder? Weil ich weiß, wie viele Kilometer das Ding hat. Ja, letztes Mal hast du gesagt, du fährst langsam und dann bist du 5 Minuten später mit 200 über die Bahn gefahren. Ich muss doch auch mal ein bisschen, da ist doch auch Adidas Zeichen, der kann doch ein bisschen reinlatschen. Ja. Ich fahr gemischt, wir sehen ja den Durchschnittsverbrauch. Genau. Also, wir haben jetzt gerade einen Durchschnittsverbrauch von 18,1. Den wüsste ich jetzt auch nochmal. Macht alles bei 0, oder? Nein, wir sind ja schon am Fahren. Okay. Also 18 haben wir jetzt. 17,9. So, Motor wird langsam warm. Wir haben noch 10 Restreichweite. Wir fahren 3 Minuten und sind bis jetzt 0 Kilometer gefahren. 18 km Durchschnitt, 19 km Durchschnitt. Ja, da können wir schön was raus zusammenbauen. Öltemperatur 0 Grad. Aktueller Verbrauch 9,4 Liter. Okay? Ja. Okay. Okay. Gut. Rest. Reichweite 10. Aber mittlerweile müssen wir doch über einen Kilometer gefahren sein. Was viele mich angeschrieben haben, da hat jemand eine Biografie gemacht. Das ist ganz lustig, dass das gerade aufkommt, das Thema. Eigentlich wollte ich das nicht so sagen. Aber ja. Erstmal Kompliment. Ich fand diese, also das ist der Typ bei YouTube, Autobiografie. Der Biograf. Der Biograf. Ja. Immer noch 10 Restreichweite. Haben viele auch drunter geschrieben unter dem letzten Video, dass wir da drauf mal reagieren. Ja, genau. Ja. Der hat das ganz schön gemacht. Also da sind jetzt keine groben, großartigen Fehler drin. Natürlich sind manche Sachen nicht ganz so chronologisch richtig. Aber das ist nicht schlimm. Ich fand das ganz schön. Aber was ich dazu sagen muss, ich bin jetzt seit 7 Wochen dran, das Schreiben für eine Biografie vorzubereiten. So ist es, glaube ich, korrekter, das zu sagen, weil ich schreibe das noch nicht, sondern ich will erstmal chronologisch wirklich mein Leben so auf die Reihe kriegen, dass ich weiß, wann, wie, wo was begonnen hat. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, wie ich da rangehen soll. So. Denken, sitzen, weil das Traurige ist, also dass das Problem ist. Wo fängt man denn an? Geburt, Anfang, Leben, erste Erinnerung. Meine erste Erinnerung in meinem Leben. Und die weiß ich auch noch. Also ist ja die erste für mich. Da gab es bestimmt Sachen vorher. Aber die erste, an die ich mich erinnere, mit jetzt 39 Jahren, habe ich auch. Und die ist auch in Verbindung mit einem Auto. Das Problem ist nur, bei diesem Aufschreiben, ich bin ja immer sehr offen, muss ich schon relativ oft weinen, weil du öffnest so viele Bücher deiner Erinnerung und so viele Erinnerungen, an die du dich eigentlich nicht erinnern willst. Aber wenn du eine Biografie schreibst, oder wenn du sowas schreibst, dann muss ja das ja da rein. Ich war auch immer lange Zeit dagegen, eine Biografie zu schreiben, weil ich mir denke, ganz ehrlich, ich finde, ich habe noch nichts geleistet im Leben. Doch, ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn man jetzt schon Revue passieren lässt, was ich bis jetzt gemacht habe im Leben, bis 39, merke ich selbst, okay, not too bad. Ja. Also es ist echt eine Menge passiert. Man kann ja quasi auch einen zweiten Teil irgendwann nochmal dranhängen und einfach da starten, wo man jetzt aufgehört hat. Wenn man sagt, man ist... Ich möchte das nicht. Ich möchte eigentlich... Die Grundidee ist, viele Leute interessieren sich ja für mein Leben. Ja. Viele Leute fragen sich ja auch, und gerade ältere Leute, Mensch, der Typ ist ja echt nicht auf den Kopf gefallen und vor allen Dingen geschäftlich beeindruckend, wie er das macht. Und all diese Themen, auf all diese Themen geht das Buch, soll das Buch eingehen, zu verstehen, wer 5 Kilometer Restreichweite, wer ist dieser Jean-Pierre, wie macht er das, weil ich glaube, die Philosophie, wie ich ein Geschäft angehe, ist sehr unterschiedlich zu standardisierten Philosophien, wie man ein Geschäft angeht. Das war auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Okay, dann machen wir gleich. Und während ich halt diese Sachen so hintereinander schreibe, merke ich, wie armselig mein Leben war und oftmals auch noch ist und wie unbeschreiblich einsam ich doch bin. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, dieses Projekt anzugehen mit dem Buch und das ist natürlich dann Teil davon, aber es ist sehr anstrengend. Es wirklich, ich habe gedacht, okay, klar, cool, dann schreibe ich mal so auf, was da so ist und dann schreibe das ein bisschen schöner und dann guckt dann, wir haben auch schon Leute, die da drüber gucken, weil ich echt nicht so gut schreiben kann. Ich kann gut schreiben, aber meine Grammatik, oder meine Rechtschreibung, sagen wir so, meine Grammatik ist auch okay, aber meine Rechtschreibung ist echt nicht gut. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Ist mir auch scheißegal, wie lange es dauert.
Ich fand das nur lustig, wo dieser Biograf dann dieses Video rausgebracht hat. Da war ich halt dementsprechend schon 4 Wochen oder so zugange. Ja. Das zu dem Thema. Aber es ist sehr... Ich habe einen guten Abend, ne? Ich mache es abends zu Hause oder morgens, wenn ich im Bett liege. Ich habe einen guten Morgen, ich habe einen guten Abend. Und ich gehe da ran und habe keinen guten Abend mehr. Ja, ich kenne dich. Kann ich, glaube ich, mittlerweile ganz gut behaupten. Du kannst mich sehr gut. Ich kenne dich. Und ich kann mir vorstellen, dass das für dich keine geile Sache ist. Nein. Einfach in der Vergangenheit zu grübeln oder zu... Nein. Ja, drüber zu überlegen und nachzudenken und Sachen aufzuschreiben und so, und das kann einem schon dann die Laune auch verderben. Und zu, also, ja. Ich frage mich unheimlich oft dann, warum mache ich den ganzen Scheiß? Und warum... Also ich hab eine riesengroße Antwort. Der Grund, warum die Firma, kann ich mal so vorab sagen, einer der Hauptgründe, warum die Firma so erfolgreich ist, wie sie ist, ist Angst. Ganz klare, blanke Angst. Ich bestehe aus Angst und diese Angst treibt mich dahin, so erfolgreich zu sein, wie ich bin. Punkt. Buch fertig. Ja, es ist die Angst. So, nächste Frage. Ja, 5 Restreichweite. Ja, ich stelle mal die Geschäftsfrage. Da hat jemand gefragt, wie du deine ganzen geschäftlichen Entscheidungen triffst. Triffst du die aus dem Bauch raus eher oder gibt es irgendjemanden, den du als Vorbild nimmst oder eine Philosophie, an die du dich hältst? Oder wie gehst du da vor bei Geschäftsentscheidungen? Für mich macht es nicht so wirklich Sinn, Vorbilder zu nehmen. Ich habe kein wirkliches, also ich habe kein geschäftliches Vorbild. Ich finde manche Charaktere und manche Züge ansprechen, wie manche Menschen sind. Aber viele Menschen kommen zu mir und sagen, erklär mir, wie du das und das und das gemacht hast. Ja, und jetzt? Willst du es genau nachmachen? Genau das ist der Fehler. Der Schlüssel ist, und das sage ich auch andauernd zu meinen Mitarbeitern, das habe ich schon 1000 Mal gesagt, ist, sei ehrlich zu dir selbst. Wenn du erreichst, ehrlich zu dir selbst zu sein, hast du gar keine andere Chance, als erfolgreich zu sein. Und zwar, der Erfolg liegt nicht im Geld. Der Erfolg liegt nicht in wie viele Autos du hast. Der Erfolg liegt in dir. So, wenn du ehrlich, wenn du es schaffst, und das ist das höchste Ziel, was man hat, wenn du es schaffst, ehrlich zu dir selbst zu sein, ist der Erfolg vorprogrammiert. Du hast quasi in dem Moment, wo du das schaffst, gewonnen. Verstehst du meine? Ja, ich verstehe. Es geht gar nicht um diese Ziele, die dir das Internet oder ein Jean-Pierre oder was weiß ich wer dir vorlebt oder dir vorgaukelt, die du denkst, die deine Ziele sind. Das ist nämlich gar nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, du musst ehrlich zu dir selbst sein. Erreichst du das Ziel, ehrlich zu dir selbst zu sein, hast du gewonnen. Ja. Aber ein krasses Thema. Also finde ich so. Total. Da reden wir zu selten drüber manchmal, finde ich auch. Findest du? Ja. Man könnte ein bisschen mehr auch über so die unternehmerische Seite von Champion Performance reden. Ab und zu. Ich glaube, das ist viel interessant. Haben wir 0? Ja, wir haben 0 Restreichweite. Jetzt muss ich schnell... resetten. Komm jetzt. Ja, okay. So. Und wir haben einen Verbrauch aktuell zu. Also resettet. Okay. Egal. Okay, jetzt haben wir 0 Restreichweite und fahren. Wo ist der Tank? Ah, hier ist er, okay. Haben wir auch. Haben wir auch einen Primäppel? Weiß ich nicht. Guck mal schnell. Mann, ich hab das vorbereitet hier. Ich kann. Oh, Abendweg? An der Seite, ja. Echt? Ja, ja. Okay. Haben wir. Primäppel ist auf Start. Okay, komm, dann. Nehmen wir nochmal zu dem Chef. Ja, okay. Ja. Ich finde, wenn ich darüber rede, ich glaube, ich kann sehr vielen jungen Leuten einen sehr guten Fahrplan grob geben, wie sie ihr Leben und wie sie ihre Geschäftlichkeit angehen. Doch in dem Moment, wo man das macht, komme ich mir immer so vor, und das ist vielleicht ein bisschen no front, komme ich mir so ein bisschen vor wie so ein KLS. Und ich muss echt sagen, was der Typ oder was viele andere von diesen Leuten, die sowas machen, sagen, ich teile die Meinung so nicht sehr oft. Ich finde, dass das oftmals wirklich nicht brauchbare Informationen sind, die Leute so vermitteln. Und ich möchte nicht in diese Schublade kommen als eine Art Lebenscoach, Businesses-Typ. Okay? Aber ich wäre gerne bereit,
wenn ihr jetzt wirklich drunter schreibt, in großen Mengen, ja, Roger Bär, ich finde das schon gut, wenn du das machst, weil ich finde deine Ansichtsweise eigentlich ganz geil, dann kann man ja irgendwas machen, wo man sowas macht. Aber ich würde es ganz klar differenzieren. Das war zum Beispiel bei dem Podcast-Thema, habe ich mir gedacht, dass wir darüber auch reden. Wie wär's mit bei Twitch sowas zu machen? Weil da können die Leute halt direkt fragen und reagieren und so, ne? Das wäre was für Twitch, ja. Ja, das finde ich auch cool. Ja, ich möchte es nur ganz klar differenzieren von JP Performance, von der Firma. Warum? Weil jemand, der den Channel hier guckt, will Autos. Genau. Der will wissen, wie lange fährt denn ein Golf nach Null? Ja. Zum Beispiel. Und, ja. Aber ich habe eine sehr, sehr eigene Philosophie, wie man eine Firma zu leiten hat. Ich habe eine sehr eigene Philosophie, wie man mit seinen Mitarbeitern umzugehen hat. Und wie man mit Geld umgeht und wie man Geld zählt, wie man es zählt, wie man selbst das Geld wahrnimmt, wann man sich was leistet, wann man sich was nicht leistet. Ja, und da bin ich zum Beispiel sehr antizyklisch bei solchen Sachen. Da bin ich sehr oftmals gegen den Strom. Da, wo sich alle belohnen, belohne ich mich zum Beispiel nicht. Genug von dem. Andere Frage. Autofrage. Oh. Was sagst du zu der Entscheidung von Mitsubishi, keinen Sportwagen mehr zu bauen? Und hast du mal drüber nachgedacht, dir einen Evo zuzulegen? Ich hatte einen wunderschönen roten Evo mit Carbon-Haube, Carbon-Kotflügel, Carbon-Kofferraumdeckel, Carbon-Spoiler und allem drum und dran. Der war echt wunderschön. Ich vermisse dieses Auto schon. Wirklich ein sehr geiles Auto war das. Und ich finde die Entscheidung von Mitsubishi schlimm. Könntest du dir vorstellen, dass Mitsubishi nochmal eine moderne Variante macht? Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, Mitsubishi hat ja auch sehr große Geschäftszweige, die... Also Mitsubishi ist klug. Ist ein kluges Unternehmen. Und Mitsubishi ist... Das ist ähnlich wie Hyundai, ne? Die machen viel außenrum auch. Exakt. So. Die machen wirklich viel außenrum. Baumaschinen, alle möglichen Geschäftszweige. Klimaanlagen und so machen die auch, ne? Alles Mögliche. Und ich glaube, die haben sich jetzt nicht aufgegeben, aber sie haben halt einfach als Automobildienstleister, als Dienstleister, der Menschen Automobilität bietet, sich verschrieben, haben ja auch viel Entwicklung geleistet, haben ja auch viele Sachen gebaut, aber dieses Segment Sportwagen ist so hart beackert von den deutschen Konzernen auch, dass viele Unternehmen ja aufgeben. Ein Ford, ja, geht ja auch immer mehr in den Pickup-Bereich, lassen verschiedene Segmente ja auch sterben. Viele Fahrzeughersteller geben dort auf und sehen nicht mehr die Zukunft im Sportwagen. Was ein sehr, sehr, sehr trauriges Thema ist. Man darf es aber auch nicht verurteilen. Das ist so, wie es ist und das ist auch vollkommen in Ordnung. Weil ich glaube, Leute, auf lange Sicht wird der Sportwagen noch leben, aber in einer ganz kleinen Welt. In den 90ern, 80ern hat jeder Hersteller einen Sportwagen bringen müssen. Ein Roadster, ein Cabrio, ein Coupé. Das wird nicht mehr so sein, wenn das autonome Fahren kommt, wenn die Elektromobilität oder der Hybrid- oder Wasserstofffahrzeuge, wenn es immer mehr daran geht, wenn ich den 14-Jährigen jetzt sehe, der hat nicht mehr einen Sportauspuff, der will eigentlich cool zum Date kommen, zum Arbeiten kommen, der Charakter stirbt da. Ja, und das ist so leider. Aber ich finde, wir müssen gleich mal ein bisschen Vollgas fahren. Aber würdest du es dir wünschen, dass Mitsubishi nochmal sowas macht? Wäre schon geil, oder? Ich war kein Fan des Evo 10s. Ja. Und was ich jetzt sage, ist echt ein bisschen krass. Also sie müssen es nicht. Ich finde, die Ära von diesen Rallye-Dingern ist ein bisschen vorbei. Plus, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt so aus dem Nichts einen Motor zu liefern, der gegen die modernen Motoren irgendwie ankommt, weil das wollen wir ja. Mitsubishi kann ja kein Evo 11 rausbringen und das ist eine Krücke. Ja, aber guck mal, der neue Supra ist jetzt auch nicht unbedingt so ultra krass. Nee, ist aber auch ein BMW-Motor. Aber war der alte Evo serienmäßig ultra krass? Der war doch auch eher ein bisschen lockerer, oder? Der war... Ja? Ja. Okay. 4G63 Motoren, so hieß der Motor damals, der 2 Liter. Das war echt ein toller Motor und hat echt sehr viel Potenzial. Und tolles Ding. Also wirklich. Aber diese Krawallbüchse jetzt noch mal so zu bringen, dass die gegen die aktuellen Krawallbüchsen so ankommt, sehe ich jetzt nicht so... Das ist, was wirklich funktioniert. Hast du eigentlich noch richtig Spaß an deinem RWB nach der ganzen Geschichte mit den Shirts? Ich bin dieses Wochenende RWB gefahren. Ich habe Spaß an dem Auto, auf jeden Fall. Ich habe an dem Fahrwerk immer rumgebastelt. Wie gesagt, weil ich jetzt halt sehr viel erzähle, ich schraube deutlich mehr als früher, was auch die aktuelle
Weltphase so mit sich bringt, weil ich da wirklich sehr viel Zeit für mich habe und bin samstags, sonntags in der Werkstatt und bastel irgendwas, schweiß irgendwas, schraub irgendwas, stelle irgendwas ein, mess irgendwas, zeichne irgendwas. Und ich habe Spaß an dem Auto auf jeden Fall. Und die T-Shirt-Geschichte, sage ich ganz klar, das war echt dumm. Sag ich dir, also nicht von mir, das war echt hohl. Aber hatte ich das so ein bisschen abgeneigt von der Marke so? Ja, oder? Wahnsinnig. Ja, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Auto wunderschön, aber die Philosophie und auch die Gruppierung vieler, nicht aller, aber vieler von den Leuten, ich teile nicht deren Energie, ja, weil viele Leute, glaube ich, nicht ganz die Philosophie der Marke Porsche teilen. Und es, ich will die auch nicht angreifen, ich klinge immer so böse. Aber ich möchte da gar nicht so zugehören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will da gar nicht zugehören. Ich finde, was der Nakai baut, no front, finde ich fantastisch. Das handwerklich und von der Optik, wirklich, sonst würde ich das ja nicht haben wollen. Aber ich dachte auch, dass dieser Kult um RWB größer oder anders sei. Das ist nicht meine Philosophie. Letztens mit dem RWB, mit einem Vierrad angetrieben und 964 mit 315er Reifen auch quer durch die Gegend gepeitscht. Ich sehe jetzt nicht so viele RWBs mit Vierradantrieb, die quer fahren. Wo du auch wirklich viel Hass in die Karre reinschippern musst, damit das auch geht. Aber für mich sind die Porsche, also ein Porsche wirklich ein Auto, was man volles Rohr benutzt und fährt. Das ist meine Philosophie. Nicht kaputt machen, aber wirklich voll fahren. Aber ich nenne es auch nicht RWB. Für mich ist es 64 Backdate, also der blaue. Der blaue, Alter. Ja. Ich würde sagen, wir machen mal eben unseren Durchschnittsverbrauch. Ja. Oh krass, ach Alter, das geht ja nicht. Warte. Reichweite. Kannst du mal eben erwähnen, ne? Okay, nächste Frage. Gibt es die Möglichkeit, im Cockpit eines Autos bessere Mikrofone für bessere Sprachverständlichkeit zu verwenden? Und warum machen die Hersteller das nicht schon von vornherein? Ich finde Freisprechanlagen zum Kotzen. Ja, das ist der Finanzvorstand, der sowas entscheidet. Also Einkauf. Aber denkst du, das ist doch Centbeträge, oder? Ich verstehe das ja, aber, auch nicht. Aber das ist doch der Punkt. Es sind alles Centbeträge. Ja, klar. Alles. Komplett alles. Und das addiert sich. Aber warum bietet man das nicht an, wie zum Beispiel ein Upgrade von der Soundanlage? Habe ich ja gekauft. Beim RS6. Gibt es sowas? Ja, beim RS6 war relativ teuer. Aber hat der Verkäufer mir auch empfohlen, ich sollte diese Telefonbox nehmen. Dann ist die Freisprechqualität deutlich besser. Das höre ich zum ersten Mal. Ja, aber im RS6 ist ja viel beim ersten Mal. Der RS6 ist ja auch einer der ersten Autos, wo Apple Wireless. Ja. Apple CarPlay Wireless. Apple CarPlay Wireless. Genau. Ja. Dann nochmal kurz weg von Autos. Fand ich ganz lustig die Frage. Warst du auf den Bahamas schon mal an einem Strand, wo man mit Schweinen schwimmen kann? Ja, klar. Ja? Natürlich. Wie ist das so? Ich kenne den Weg auch auswendig, wo die Insel ist. Also jeder Deutsche spricht einen ja genau darauf an, weil das halt voll in den Medien und in der Werbung halt drin war. Der ist schnell. Ja. Ja, die kommen zu dir, wollen aber eigentlich nur fressen. Die haben aber auch Fell, ne? Das sind jetzt keine Schweine, nackeligen Schweine. Ja. Das sind so borstige Schweinchen. Und so kleiner die Schweine, keine riesengroßen Fettschweine. Aber auf derselben Insel sind zum Beispiel auch Leguane. Boah, diese ich sehe die immer so Dinosaurier. Ja, diese Jungs. Die rennen da auch rum. Aber für die sehen sich wieder keine Sau, weißt du? Ah, Schweine! Schwimmende Schweine. Okay. Wieso kann man denn auf dem Prüfstand keine 100-200 Messung machen? Kein CW-Wert, kein Luftwiderstand. Der Rollwiderstand ist auch nicht identisch, also das ist eine komische Frage. Aber könnte man denn, wenn man die vorherige Messung auf dem Prüfstand macht, denn da einen Vergleichswert ziehen? Nein, das ist zu kurz. Das ist zu kurz. Ja, ja. Also ja, kann man bestimmt machen, aber was hast du davon, wenn wir diesen Wert haben? Der Wert ist ja nicht übersetzbar für irgendjemanden. Der Grund eines Motorprüfstands ist ja der, dass du super geil Vergleichswerte hast. Ja. Wenn wir jetzt losgehen und machen eine 100-200-Messung und machen eine PS-Messung, eine Drehmomentmessung, dann hast du ja einen richtig geilen Wert, weil im Prospekt ist eine PS eine Drehmomentzahl. Und wenn du 100-200 misst mit deinem eigenen Gerät, dann hast du in deinem Auto gemessen, das sind 11,9 Sekunden. Ah, guck mal, Jean-Pierre fährt 9,9 Sekunden. Ja, das macht ja viel mehr Sinn. Es war sehr viel Diskussion oder Frage und sehr viel Likes, deswegen dachte ich, vielleicht mal interessant. Wie?
oder? Also wenn du jetzt so wenig fragst, haben wir echt ein Problem. Dann müssen wir gleich dann können wir gleich über geschäftliche Sachen noch reden, wenn du willst. Zwei, drei. Aber du musst Fragen stellen. Vier Stück habe ich ja. Okay, weil wir kommen noch weit. Wir sind jetzt gefahren mit null Reichweite, 20 Kilometer. Okay. Das ist aber auch schon bei 35 Minuten Video, ne? Das ist schlecht. Ich sag nur. Weil wir haben. Also sonst müssen wir gleich mal vielleicht ein bisschen fahren oder so. Und dann. Ja. Digga, wir fahren noch forever, Alter. Okay. Dann nächste Frage. Wieso sind immer Benziner in Hybridautos verbaut? Gute Frage. Aber es gibt, ist mir gerade eingefallen vorhin, es gibt auch einen Diesel von Mercedes, ne? Ja. Aber die meisten sind Benziner. Müsste ich jetzt selbst mir eine Philosophie oder eine Theorie zusammensetzen? Ja, sag mal, was deine Theorie wäre. Was vermutest du denn? Die Drehmomentkurve und wenn du boah, gute Frage. Das können diese Motoren auch. Überall so kleine Denkansätze. Einmal doofer Mini-Gedanke, Motorgewicht. Bisschen höher. Man kann einfach kleine Saug-Benziner-Motoren nehmen. Geringer Aggregateaufwand und der Verlust an Drehmoment, den der Mensch ja heute schon beim Fahren will, kann Elektromotor auffangen. Günstiger zu bauen. Steuern. Steueraufwand. Aber der Steueraufwand würde auch bestimmt wieder, wenn du ein Hybrid wärst, mit Diesel auch wieder neutralisiert werden. Weil die Effizienz müsste ja eigentlich höher sein. Höher sein mit Diesel. Ja, also ein Dieselmotor ist ja wirklich faszinierend. Toller, effizienter Antriebsstrang. Also toller Motor, der Dieselmotor. Also muss man wirklich sagen. Jetzt kommt noch eine interessante Frage. Ich finde es wahrscheinlich wieder komisch, aber ich fand die ganz interessant. Und zwar hat jemand gefragt, wieso. Ganz kurz, ich habe so ein bisschen Angst. Ja, wenn man so fährt mit null Restreichweite, kennst du, ich habe so ein leichtes Adrenalin-Kribbelgefühl. Ich muss sagen, nach dieser Hyundai-Geschichte habe ich überhaupt keine Angst mehr. Ja, nicht jetzt. Aber hat er schon was gebracht? Ja, hat schon was gebracht. Okay, und zwar ist die Frage, was wäre der geringste Aufwand, um einen Benziner in einen Diesel umzubauen oder umgekehrt? Müsste man den ganzen Motor tauschen? Reicht es, wenn man irgendwie auf einmal Zündkerzen reinhämmert oder? Nein, Verdichtung. Oh, in beide Richtungen ganz schwierig. Kann man einen Dieselblock auf einen Benzin umbauen? Ja. Das geht? Also ich fand das jetzt gerade. Weil die 2,2 Liter 15er Turbo-Motoren, ja, wie wir beim i4B5 haben, da verwenden manche ja den 2,5er TDI-Block aus dem T4 zum Beispiel. Aha. Der passt nämlich. Da kannst du den Kopf auch, glaube ich, so drauf machen. Hat der Vorteil mit dem Block? 2,5 Liter Hubraum. Okay. Ja. Also 0,3. Und der, glaube ich, ein bisschen dickere Zylinderwände. Und somit kannst du auch mehr Druck fahren. Und auch eine stabilere Kurbelwelle. Aufgrund des Diesels. Und das geht. Aber jetzt, also geile Frage. Also was müsste man denn beim Diesel umbauen, damit zum Benziner? Der Diesel ist ein Direkteinspritzer. Genau. So. Das heißt, du müsstest die Peripherie des Kopfes schon mal etwas ändern auf Saugrohr oder halt auch auf Direkteinspritzer. Aber dann gehen wir da schon in die Hunderttausende von Euro, also das selbst zu bauen. Verdichtung muss natürlich deutlich runter. Ja? Standardisierter Benzinmotor fährt ja 10,5 oder 10,1 Verdichtung. Sauger. Und Turbomotoren ja heutzutage auch schon. Und ein Dieselmotor fährt exorbitant hoch verdichtet. Ganz, also geile Frage. Sehr teuer, sehr aufwendig, ja, sehr viele Komponenten, die gewechselt werden müssen. Aber was ich ja ganz interessant finde, ist, vielleicht können wir da mal ein Video kurz reinmachen. Die Jungs von Liberty War, glaube ich, haben nämlich in dem R34 GTR, RB26 Motor von Turbo auf Sauger umgebaut. Das hört sich geil an. Was ist denn einfacher? Diesel auf Benziner oder Benziner auf Diesel? Ich würde sagen, ein Diesel auf Benzin. Das fände ich auch ganz interessant, die Frage. Machen wir aber nicht. Nee. Macht auch keinen Sinn, aber trotzdem mal lustig drüber nachzudenken. So. Ich würde sagen, es ist mal eben Zeit für eine kurze. Ja, mach mal. Ein unfassbar. Also, wenn du ein Golf 7R hast, hast du ein bisschen Kröten übrig? Kröten übrig, dann mach es. Mega, lohnt sich ultra. Zwei Fragen haben wir noch. Würdest du gern mal bei Wer wird Millionär für einen guten Zweck mitmachen? Ja. Für einen guten Zweck schon. Ja? Ja, ich finde Günther Jauch halt einfach fantastisch. Also ich würde mitmachen wegen Günther Jauch. Da gibt es ja dieses ja, Promi. Special, genau. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe mich halt nicht als Promi.
Also ich bin auf gar keinen Fall Promi genug, um da zu sitzen. Doch, finde ich schon. Nein, also, find ich nicht. Doch, da saßen auch schon Leute, die meiner Meinung nach weniger. Weniger Promi. So aus dem Dschungelcamp irgendjemand oder sowas. Ach so, ehrlich? Ja, glaube schon. Aber ich finde das, glaube ich, ganz cool. Mal so. Ja, aber ich finde, ich bin doch eigentlich sehr zufrieden mit der Positionierung, die wir jetzt so haben. Wir haben unser Publikum, unsere Leute, die halt sehr gerne Autos mögen. Und viele Leute kommen zu mir und sagen, Jean-Pierre, wenn du das und das machst, kannst du deine Reichweite vergrößern und ein Publikum erreichen, ein neues Publikum erreichen. Ich will ja kein neues Publikum erreichen. Ich bin sehr froh mit dem Publikum, was wir haben oder wie wir sind. Weil wenn wir nämlich jetzt anfangen und holen uns Leute dazu, die vielleicht... Die fanden das Video vielleicht irgendwie lustig, aber die sind gar keine Automenschen. Dann kriegen wir wieder diese komischen Kommentare und diese komische Energie und Stimmung. Und ich finde das schöner, wenn der Channel natürlich erreicht wird. Und wenn ich jetzt bei Wer wird Millionär sitze und stelle mich vielleicht auch nicht blöd an, dann lockt man wieder neue Sachen dazu. Und das ist dann so ein, als ob man sich bewerben will. Ich will mich nicht bewerben. Also du warst ja auch bei Markus Lanz. Das war auch eine andere Zeit, da war die Live-Show. Das war auch gekoppelt mit den Leuten von Sony. Die wollten das so ein bisschen. Okay. So. Also wenn Markus Lanz jetzt heute so fragen würde, einfach so aus dem Nichts, würde ich meinen Teufel tun, mich dahin zu setzen. Aber wenn Günther ja auch fragen würde? Für was? Für ein Interview, für ein Spiel? Nee, für Wer wird Millionär. Das war's anders. Würdest du ja sagen? Ja, weil ich ein Fan bin. Ich finde Günther ja auch einfach toll. Ich fände es auch geil, wenn du da mitmachst, muss ich ehrlich sagen. Okay, eine Frage habe ich noch. Letzte Frage, wieder was mit Autos. Wir haben noch nicht, wir sind noch nicht weit gefahren. Tut mir leid, ich habe mehr, konnte ich nicht rausfinden. Alles andere war schon tausendmal gefragt. 32 Kilometer erst. Die meiste Frage unter den Kommentaren ist tatsächlich immer noch, wann du mal wieder was mit Motorrädern machst, wann du mal wieder die R1 rausholst und so. Ob du die R1 auf die Lassisee bringst. Nein. Das ist die meiste Frage. Dann frag sie doch. Das haben wir schon so oft aber erklärt. Ich denke mir immer, wie oft willst du das noch sagen? Okay. Aber also sag's euch nochmal. Also R1 oder Motorrad auf der Lassisee, ganz klar ein Nein. Ja. Ganz klar. Aber generell Motorräder, R1 irgendwie nochmal was machen oder so? Generell Motorräder R1? Nein. Für mich privat vielleicht, aber nein. So, wie gesagt, letzte Frage. Ich fände zum Beispiel die Ducati auf der Messe schön. Diese Coffee Racer. Können wir ein bisschen reinmachen oder so? Hm? Monster? Nein, kein Coffee Racer. Und ich fand auch so eine KTM, so eine LC. So ein super Moto, denke ich auch ganz geil. Finde ich auch ganz geil. Okay, letzte Frage. Nochmal mit Autos. Welche Regeln gibt es in deinen Autos? Zum Beispiel nicht essen. Ist doch. Was du dreckig machst, machst du sauber. Ja, aber hast du Regeln? Was du zum Beispiel nicht magst, ist, wenn man dein Lenkrad und deinen Sitz verstellt. Boah! Sowas. Ja, es gibt Regeln. Ja, da musst du jetzt raus. Also. Movo! Ja, aber ich kann das Pferd! Nicht. Nein! Halt die Fresse jetzt! Movo packt mein Auto um! Von einer Parkbox in die andere Parkbox! Außenspiegel, Innenspiegel, Sitz, Lenkrad, alles verstellt! Ja, Sicherheit geht vor! Nein! Doch. Du solltest das Auto umparken! Nee, ich verstelle nur noch, wenn ich an die Lassisee fahre. Nur noch längere Strecken. Warum? Weil ich sonst nicht fahren kann. Na, du willst so nicht fahren. Ich hab einen Fiat. Hör zu, stopp! Du willst so nicht fahren. M3. Du kannst so fahren. Aber du willst nicht so fahren. Sag mal, Peter, im E46 M3 habe ich vorne auf der Kante gesessen, damit ich die Kupplung treten konnte. Ja, den kann man aber gar nicht verstellen, den Sitz. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen tauschen. Ja, und was gibt es sonst für Regeln noch? Nicht, wenn einer mein Auto fährt, ja, nicht sein Handy mit meinem Auto verbinden. Ja, ja. Das ist für mich so ein Eingriff in meine Privatsphäre. Weil allein, das mag ich irgendwie nicht, weil ich bin nicht so der super Crack mit Sachen einstellen. Ja. So, dann stellt er sein Handy ein auf sein Auto und stellt sich in mein Auto rein und dann denkt mein Auto, okay, Handy Nummer 1 ist Kahn sein Handy. Mein Handy ist Handy Nummer 1. Such mein Handy. Weil was dann manche Autos nämlich machen, du setzt dich rein und dann sagt er, Verbindung nicht gefunden. Warum? Weil mein Handy Nummer 3 ist. Weil Julian nämlich auf Nummer 2 ist. Und da könnte ich grundsätzlich ausrasten. Und das Geilste ist, die Handys verbinden die, obwohl die verdammt nochmal 5 Kilometer fahren. Ist das verdammte Handy verbunden? Ja, sonstige Ticks. Also bei mir muss zum Beispiel immer bei der Lautstärke-Taste, ja, das Ding muss zum Beispiel immer hochstehen. Mhm. Das darf nicht schief sein. Okay. Zum Beispiel. Ja. Oder was gibt es noch so? Du hast zum Beispiel den Navi-Tick auch mit der Karte. Das ist die Karte immer. Krasser Tick. Ja. Das ist ein krasser Tick. Das ist echt krass. Wie diszipliniert ich das mache, ne? Also ich mache Folgendes, wenn Movo nicht, aber egal mit wem, wenn ich mit dem Navi irgendwo hinfahre, dann mache ich die Karte immer so, dass das Ziel gerade noch zu erkennen ist.
Oder gerade, nein, gerade nicht zu erkennen ist. Und sobald man gefahren ist und das Ziel ist wieder zu erkennen, mache ich die Karte eine Nummer kleiner. Und so fahre ich bis zum Ziel. Somit habe ich immer, das ist wieder die Geschäftssache, ich habe immer eine kurzfristige Zielsetzung und eine kurzfristige mentale und köpfliche, also Kopfbelohnung, dass ich ein Ziel erreicht habe. Das ist der Grund, warum ich es mache. Und somit ist die Fahrt für mich kürzer. Und der Rhythmus ist ja so, umso näher ich komme, umso öfter verstelle ich die Karte. Ja. Weil die... Ja, verstehe schon. Ja. Ja. Nee, habe ich noch andere Ticks? Ne, habe ich nicht. Heiß. Ja, und ich reguliere meine Autos nicht über die Klimaautomatik, sondern immer so. Dann mache ich mal Fenster wieder auf, Fenster wieder zu. Ja. Noch andere Ticks? Nö. Nee, sonst fällt mir jetzt auch nicht mehr. Fresse halten. Fresse halten? Nein. Nee, wir reden schon ziemlich viele. Ja, das stimmt, das stimmt. Du war echt verrücktes Ding, teilweise. Das stimmt. Auch im Nachhinein, ich muss mal echt sagen, wo die Leute dann so beleidigend wurden zum Thema Mr. Sequel und Movo und so, ich war echt verletzt. Unerwartet, wo es gesagt wurde, es hat mich so angegriffen, als ob, na, kann ich nicht beschreiben. Ich würde sowas normal nie sagen, aber das hat mich so genervt in dem Moment, dass ich einfach, keine Ahnung. Ne, fand ich auch. Aber sehr viel Rückhalt zurückgekommen jetzt dadurch, dass wir das angesprochen haben. Ja, das stimmt schon. Das tut dann auch immer wieder gut so, wenn man dann hört, okay. Du bist doch nicht ganz scheiße. Nee. Nur 5% Scheiße. Warum fahre ich denn heute so zügig? Ja, weil der Tank nicht leer wird. Stimmt. Wie sind wir jetzt schon gefahren? 41. 41 Kilometer. Hast du noch andere Fragen? Nö. Nee. Was war denn... Hast du denn geschäftliche Fragen? Du hast ja gerade gesagt, darüber reden wir zu selten. Wir oder auf dem Channel? Nee, auf dem Channel. Ach so. Aber wir privat reden ja schon ab und zu darüber. Ja. Hast du Fragen? Spontan fällt mir jetzt gerade nichts ein, was ich so fragen wollte. Versuch jetzt mal den Tank ein bisschen leer zu bekommen, ne? Ja. War ein bisschen hochtouriger. Okay, ja gut, dann springen wir mal. Ja, dann fahren wir mal ein bisschen. Ja, bis gleich. Tschüss. So. Nee. Also er ist noch an, aber er nimmt kein Gas mehr. Okay, wir halten an. Aber er ist noch an. Okay, jetzt ist er aus. Ey, genau 50 Kilometer. Also warte. Also 50 Kilometer sind wir gefahren. Wir sind ja auch nebenbei, wir sind nicht auf Autobahn, ne? Wir sind schön vorbildlich jetzt lange gefahren. Ja. 40 Minuten Fahrzeit und wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 8,6. Was ja echt nicht so viel ist. Ja, ne, ist okay. Was heißt beim R-Tank, dass der R-Tank schon etwas anders sich fällt als der GTI-Tank. Weil ich bin ganz sicher beim GTI-Tank schon 100 Kilometer nach Null gefahren. Mhm. Ja, Durchschnittsgeschwindigkeit 73. Fahrtstrecke 50. Wir probieren nochmal anzumachen. Nein, das war's. Und jetzt sind wir auch fertig mit dem Video. Das ist auch echt lang gewesen, ne? Hab viele Themen bequatscht. Ja. Was sollen die Leute mal drunter schreiben? Fragen für das nächste Video? Fragen und auch, ob die das wollen mit dem, nee, Twitch. Ach so, ja, den Twitch machen wir. Mit den anderen Themen. Ja. Okay. Gut. Wir hoffen, dass Manni auch Benzin in diesen Tank getan hat, der hinter meinem Sitz ist. Den füllen wir jetzt ein, dann fahren wir nach Hause. Tschüss.